Am Dienstagabend kam es zu einem versuchten Einbruch in ein Gewerbeobjekt in der Straße am Forstbann in Lorsch. Nach ersten Informationen handelte es sich dabei um 3 Täter. Nach Augenzeugenberichten sollen auch Schüsse gefallen sein. Die Täter wurden bei der Tatausführung jedoch überrascht und flüchteten im Anschluss in die angrenzende Feldgemarkung. Obwohl sich die Männer, deren Identität derzeit noch nicht geklärt werden konnte, in einem Wasserlauf verstecken wollten, konnten diese durch den in die Großfahndung eingebundenen Polizeihubschrauber lokalisiert und durch herangeführte Bodenkräfte festgenommen werden. Die Kriminalpolizei der Polizeidirektion Bergstraße hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort. Zum Einsatz kamen auch Suchhunde. Ja, also ich bin aus der Haustür rausgekommen. Dann stand links von mir einer im Kapuzenpulli, hat mich angeguckt. Ich war erst mal erschrocken. Dann hat es rechts neben mir eine Explosion, einen Schuss. Also ich weiß auch nicht, was es war, gegeben. Da war ich dann auch erst mal erschrocken. Dann habe ich gerufen, dass sie stehen bleiben sollen. Dann kamen von der rechten Seite 2 dunkel gekleidete mit Jacken. Sind weggerannt, der links von mir stand, ist auch weggerannt, die sind dann aus dem Hof rausgelaufen. Ich habe dann gerufen, dass sie stehen bleiben sollen, bin dann an mein Auto, weil ich gerade alles in der Hand habe, habe selber eine Schreckschusswaffe, habe die genommen, bin denen hinterhergerannt ins Feld, habe dann während dem Rennen die Polizei angerufen, dass ich bedroht wurde. Die waren dann auch ziemlich schnell da, 1-2 Minuten waren die da. Haben natürlich erstmal nur mich im Feld gesehen, was natürlich für mich nicht ganz so gut war. Und als dann abgeklärt wurde, dass ich der Geschädigte bin, kam auch ziemlich schnell der Helikopter und die Hunde. Und dann wurde ich eigentlich nur noch befragt,